werde ich auch Mitglied in der KVDR, wenn ich zuvor freiwillig gesetzlich versichert war. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, Sie können unter Umständen auch Mitglied in der Krankenversicherung der Rentner werden, wenn Sie zuvor freiwillig gesetzlich versichert waren. Die Krankenversicherung der Rentner ist eine Pflichtversicherung für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Und zwar ist sie gesetzlich geregelt im Sozialgesetzbuch Nr. 5. Geprüft werden die Voraussetzungen, ob die Krankenversicherung der Rentner vorliegt, durch die jeweilige Krankenkasse des Antragstellers und zwar im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung. Das heißt also, wenn Sie einen Rentenantrag stellen, dann müssen Sie das Formular R810 ausfüllen. Und dort steht drinne, wie viel Versicherungszeiten Sie in der Krankenversicherung der Rentner, wie viel Versicherungszeiten Sie in der gesetzlichen Krankenkasse zurückgelegt haben. Denn Voraussetzung für die Aufnahme in die Krankenversicherung der Rentner ist, dass Sie in der zweiten Hälfte Ihres Erwerbslebens mindestens 90% von dieser Zeit Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung gewesen sind. Ob das eine Pflichtmitgliedschaft war oder eine Familienversicherung oder eine freiwillige gesetzliche Versicherung spielt keine Rolle. Hauptsache, Sie waren Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt also, wenn unser freiwillig gesetzlich versichertes Mitglied, welches jetzt einen Rentenantrag stellt, genau diese Vorversicherungszeiten erfüllt, dann hat er Anspruch auf Aufnahme in die kostengünstige Krankenversicherung der Rentner. Das bedeutet, er zahlt nur 7,3% Krankenversicherungsbeitrag plus Pflegebeitrag und die anderen 7,3% zahlt die deutsche Rentenversicherung quasi wie sein Arbeitgeber. Bezogen, also diese Werte, die ich Ihnen jetzt gerade genannt habe, sind bezogen auf das Jahr 2019. Das kann sich dann in der Zukunft auch ändern. Aber die Krankenversicherung der Rentner ist eine vollwertige Pflichtversicherung und wird daher auch sehr, sehr gerne von den meisten Rentnerinnen und Rentnern in Anspruch genommen. Näheres zum Thema Krankenversicherung der Rentner oder wie Sie zum Beispiel aus der privaten Krankenversicherung in die Krankenversicherung der Rentner reinkommen können, können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen oder Sie gehen auf unsere Partnerseite www.krankenkasse-wechsel-dich.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.